Leute, wir sind mal wieder in aller Munde heute mit einem neuen Oreo-Test und zwar Oreo Brownie Cream Filled. Die sind gefüllt, sehr, sehr gut von Nabisco. Hier ist ein Brownie drin, aber der ist ziemlich riesig. Wir haben ja schon viele Sachen von Oreo getestet, zum Beispiel hier. Schaut einfach mal hier drauf, wo was gerade rausgekommen ist. Da ist ein Oreo-Test von dem lieben Yoshi. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Heute mal Oreo Brownie. Und dazu holen wir uns natürlich unser Holzbrettchen. Wir machen das Ding mal auf und holen uns unseren Brownie raus. Der sieht schon mal richtig lecker aus. Wow, 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 wow. Mega geil. Wow. Und wir wollen jetzt gar nicht gucken, was hier drin ist, sondern wir möchten jetzt wissen, was für ein Geschmackserlebnis das doch ist. Aber vorher vielleicht mal aufschneiden. Und hier sehen wir die Füllung. Sehr, sehr gut. Gefällt uns wirklich sehr gut. Und ist echt groß. Auch nicht zu hart. Bisschen härter natürlich als eine Milchschnitte, aber auch nicht so hart wie ein Keks, eher wie so ein Kuchen. Gefällt uns wirklich sehr gut. Es wird jetzt aber auch mal Zeit, dieses Ding hier zu probieren. Genügend gelabert. 3, 2, 1, ab in den Mund. Sehr gut. Boah. Ein Oreo-Brownie. Boah. Einfach nur super, super Geschmack, wobei im Nachgeschmack schmeckt es schon ein bisschen komisch, jetzt nicht extrem, aber irgendwie, weiß ich nicht, also im Nachgeschmack irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, was das hier jetzt sein soll, ob das genau das gleiche wie die Füllung ist. Ich gehe mal davon aus, aber für Oreo-Liebhaber natürlich ein Muss, der Oreo-Brownie mit Creme gefüllt. Könnte auch Frischkäse hier vielleicht drin sein, wahrscheinlich aber eher nicht. Leute, ein neuer Quick-Test für euch. Oreo Brownie Cream Filled. Mir hat es wirklich geschmeckt. Was sagt ihr dazu? Kennt ihr dieses Ding? Wenn nicht, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, was so eure Gedanken zu solch einem Brownie wären. Meine sind sehr positiv. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Aber Hauptsache ein Abo dalassen, Leute. Und ihr wisst natürlich, bei uns ist alles eine Geschmackssache. Ciao!